Schein. Wovor hast du denn solche Angst? Ja, eigentlich vor dem Schwert, weil mir irgendjemand Drogen gegeben hat und ich dann entsprechend das Schwert gefunden habe. Aber ja, die Festung ist glaubwürdiger. Ja. Nur das Mana... nur dem Mana-Schwert haben wir es zu verdanken, dass die Welt noch existiert. Nach der letzten Schlacht haben die Überlebende diese Welt wieder aufgebaut. War der Krieg ja doch schon einiges verwüstet, aber auch Leute am Leben gelassen. Die letzte Kraftreserve hat es wohl aufgebraucht, als es dich gerufen hat. Warum mich? Warum hat es gerade mich erwählt? Das weiß ich auch nicht, aber du musst dem Schwert neue Kraft geben. Ja, wie denn? Und was muss ich tun? Du musst beweisen, dass du es wert bist, dieses Schwert zu tragen. Ich? Das ist unmöglich. Schein, das Imperium darf auf keinen Fall die Mana-Kraft gewinnen. Stell die Kraft deines Schwerts wieder her und ich komme gar nicht mehr mit dem Lesen nach, weil ich viel zu schnell auf die Knöpfe hämmere. Gott verdammt, ja, na gut. So. Nun berühre den Mana-Samen mit dem Schwert. Ja. Kann man im biologischen Sinne jetzt auch falsch verstehen, aber denkt euch euren Teil dazu. Ich gehe nicht weiter. Für einen kurzen Moment sind Schwert und der Samen miteinander verschmolzen. Du hast den Mana-Samen mit dem Schwert versiegelt. Und jetzt richtet sich alle Kraft dieses Samens nur auf dich. Und zwar egal, wo du dich gerade auffällst. Oh mein Gott, ich werde hinterrücks beobachtet von einem Samen. Hier hast du eine Lanze. Ja, irgendwie hämmer ich gerade zu schnell auf die Bands. Ja, sie wird durch Benutzung stärker. Übrigens, es gibt weitere Waffen, die diese Suche überall danach. Ich gebe dir Kraft. Den Spielstand speichern? Aber sicher doch, Baby. Zunächst solltest du zum Elfenteich gehen. Dort musst du nach dem Lavatempel suchen. Südlich von hier liegt die Stadt Pandoria, durch die du gehen kannst. Okay, Baby, dann sehen wir uns später wieder. Ja. Ich möchte echt wissen, wo die sich liften lässt. 200 Jahre. Nicht schlecht, nicht schlecht. Also da könnten sich ein paar andere Stars eine Scheibe abschneiden. Aber manche sehen ja nicht mal mit 20 noch so gut aus wie die mit 200. Ne? Aber nun ja. Zeit wieder ein paar Gegner zu verdreschen. Ja, erstmal wechsle ich auf die Lanze. Denn die ist ein bisschen stärker als das Schwert. Und außerdem, wenn ich mit der Lanze weiterkämpfe, dann kann ich mit der auch noch mein Level nach oben pushen. Autsch. Doppelautsch. Warte, du dämliche Vampir-Tulpe. Oh, Schein erreicht Level 3. Hey! Hilfe! Nein, sie haben mich kaputt gehackt mit ihrer Axt. Oh Gott, ich bin in einer Sekte gelandet. Ja, jetzt kommt natürlich eine der Szenen überhaupt. Was soll das? Sei endlich still, du kleiner Schreihals. Wie möchtest du gekocht werden? Al dente oder eher weich gekocht? Lass mich hier raus! Ja, diese Szene jetzt gleich. Ja. Du bist jung und knackig. Lecker. Du wirst ein Festschmaus. Ja, diese Szene jetzt wollte ich sagen, kennt da wahrscheinlich jeder. Hey, schnell! Die Lindenstraße fängt gleich an. Ja. Wow, wer ist denn das? Holy shit! Hey, hey, pst! 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 Alles. Hey, Zwergenfutter! Störe ich dich beim Baden? Ja, ich bin schlecht im Mädchenstimmen nachahmen, aber naja. Okay, ich helfe dir. Ich helfe dir! Nee, das klingt zu doof. Und jetzt, weg hier! Ja, Mann, ich kann's nicht. Ich bin zu schlecht für so. Vielen Dank, aber wer bist du? Was tust du hier? Ich suche jemanden, der unglaublich hübsch, sehr intelligent und einfach zum Knuddeln süß ist. Er ist genau das Gegenteil von dir. Wie bitte?
War nur ein Witz. Nein, ich suche meinen Verlobten. Der muss hier irgendwo sein. Ciao. Hey, warte doch. Gib mir wenigstens deine Handynummer. Ach Gott, verdammt. Ja. Ihr Verlobter ist... Den haben wir übrigens schon getroffen. Das war dieser blonde Schwächling da, der mit seinen 4 Soldaten aufgebrochen ist. Ja, wo kommen denn die jetzt schon wieder her? Also die Vampirturken, ne? Nicht die Soldaten, wohlgemerkt. Oh, eine Truhe. Ah, was ist diesmal drin? Wieder ein Dorn oder eine K.O.-Faust oder eine Zeitbombe? Oh, Heilkräuter. Okay. Ich habe nichts gesagt. Ja, wir müssen jetzt nach Pandoria. Nicht zu verwechseln mit Pandora. Also, das ist schon ein Dorf und keine Büchse oder sowas. Ja, klar, Pandora ist natürlich nicht nur eine Büchse, aber es ist... Die Büchse ist wohl das Bekannteste, was man mit diesem Namen assoziiert. Naja, wie auch immer. Ich habe von sowas keine Ahnung. So, ein paar Pilzköpfe verdreschen. Und dann sind wir in Kürze auch schon in Pandoria angekommen. Ah ja. Dann können wir die Lanze auch aufladen. Ja, ich bin die ganze Zeit am Überlegen, irgendwas muss ich mit meiner Stimme anstellen, um dem Mädchen gerecht zu werden. Aber ich weiß nicht, wie ich das anstellen soll. Mir wurde gesagt, ich soll dich durchlassen. Sir Victor Stasnicker ist in der Burg, er hat eine Audienz beim König. Ach übrigens, sprich besser nicht mit den Menschen hier. Nee, denn die Menschen hier sind keine Gesellschaft gewohnt und ist auch nicht gewohnt, mit anderen zu sprechen. Die loggen sich alle mit ihrem Computer in irgendwelche Netzwerke ein und posten dann so Emo-Stuff oder sowas. Das ist Burg Pandoria, ja. Ja. Ich weiß immer noch nicht, das Mädchen sagt ja nicht gerade wenig und irgendwas muss ich mit ihrer Stimme machen, aber ich weiß nicht was. Ja, und ich fürchte, dass ich, wenn ich euch in den Comments frage, da auch nicht viel weiterkomme, denn es sei denn, ihr kennt die ganzen Texte und könnt sie alle in Audio-File sprechen und mir zuschicken und dann kann ich die in die ganzen Videos einbauen. Aber das ist irgendwie auch ein bisschen nervig. Also nicht ihr seid nervig, sondern dann dieses ganze Hin- und Her-Geschneide und meine ganzen ununterhaltsamen Kommentare sind ja doch eher spontan. Von daher lassen wir das mal. Hoffentlich kommt Hagenbald zurück. Er wollte mit mir spielen, ja, und er wollte wahrscheinlich auch an dem Mädchen spielen. Sir Ronald. Seine Tochter aus dem... Ein Ritter aus der Armee heiratet. Niemand außer mir kann über mein Leben bestimmen, Vater. Hey, Zwergenfutter, sag bloß, du bist ein tapferer Ritter. Du meinst wegen diesem Schwert? Weswegen denn sonst? Hör zu, vorhin habe ich dir geholfen, jetzt musst du mir helfen. Wir müssen zu Tura, der Hexe, meinen Verlobten Hagen retten. Aber ich muss doch in den Lava-Tempel. Das kann warten. Auf, ich heiße Schein. Und ich? Gib dem Mädchen einen Namen. Ja, das wird jetzt schwer. wie nenne ich sie denn jetzt bloß? Ich könnte sie... ich weiß es nicht. In der nächsten Folge.